Hallihallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Play von Minecraft auf dem Groupcraft Server. Wir haben Wölfchen gefunden, da hinten, und wollen jetzt ein paar Knochen suchen gehen. Wir werden sie abfarmen. So, mal schauen. Fledermäuse geben keine Knochen. Oh ja. Okay, ja, mir keine Gegner. Nun gut. Nur Lava, blödes. Nein, nicht ankommen. So. Sedele. Dann Eisen abbauen. Okay. Hier haben wir noch Eisen. Aber ich möchte gerne Skelette. Hallo. Spinnen auch nicht. Ihr spinnt, ihr Spinnen. Ist irgendwo Lava. Irgendwo hier. Oder ist es unten? Hallo? Ich weiß nicht, wo die Lava ist. Hier drüben irgendwo. Hier irgendwo. Jetzt sind wir wieder hier. Jetzt wird wieder leiser. Aber dafür haben wir Eisen gefunden. So laus. Hä? Das Lava ist doch nicht so weit zu hören. Ich bin völlig planlos. Ich habe ein schlechtes Herz wegen viel zu viel Raumklang. Da höre ich es auf jeden Seiten, allen Seiten höre ich es. Irgendwie davor. Ah, da oben. Oben war das. Okay. Ja, okay. Hätte ich am Anfang schon nach oben gehen müssen. Ich gehe mal kurz doch noch schauen. Vielleicht ist ja ein Durchgang irgendwo. Drüben. So. Eisen haben wir, sonst nichts. Voll die Enttäuschung. Enttäuschung Nummer 1. Na gut. Schade. Schadeur. Voll Geschlecht, Mann. Gut, dann noch ein bisschen Kohle abbauen, weil wir schon hier so viel haben. Und unsere Spitzhacke muss bald repariert werden. So. Granit brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir haben so viel Granit. Und keine Gegner. Da ist irgendwo eins. Ein Skelett für mich. Für den Drago.
einen Knochen. Dann machen wir das mal so. Es ist Nacht, sehr gut. Dann gehen wir mal raus und schauen, ob es hier irgendwo Knochen gibt. Wandelnde Knochen. Es ist kein Gegner herum. Hier ist ein Creeper. Ein Zombie. Eine Spinne. Noch ein Creeper. Hallo? Gegners? Da ist ein Skelett. Wir brauchen ein Lootschwert unbedingt. Die Spinne ist hier oben. So. Dann können wir gleich noch ein paar Level farmen. Ah, das ist das Wasser. Das Wasser wegen dem Schwert, das ist verdampft. Ich dachte schon, hier wäre irgendwo Lava am Löschen. Weil es ja eher nach Lava tönt, das erlischt. Als von Wasser, Feuer, das erlischt. Normales Feuer gibt eigentlich keine Zischgeräusche, wenn sie. Ja, schon ein bisschen. Aber so leise, dass es nicht so gut zu hören ist. So, hier. Und noch ein Magier. Eine Hexe. Okay, Rüstung brauchen wir nicht. Dann nehme ich die doch mit. Wo sind jetzt eigentlich die Wölfe gewesen? Ich habe gemeint, das ist ein Skelett gewesen. Da sind viele Skelette. Oh, hier sind viele Skelette. Okay, taktisch. Die wollen mir Knochen geben. Wie viele Skelette sind hier? So. 9 Knochen. Ist noch ein bisschen wenig. Genau, mit dem Steak einen Baby-Zombie killen. Geh weg, Mann. Oh, noch ein zweiter. Oh, Gott, oh, oh. Weg da, weg da. So. Oh Gott. Die Skelettis, die Wölfchen suchen. Wo war das? Irgendwo hier waren doch die Wölfe. Dann werde ich mal mich teleportieren. Wölfe. So, hier in der Nähe sahen sie. Und wenn die wieder despawned sind, dann werde ich sie ja wieder spawnen. Nein, mir geht es langsam auf den Geist. Wieso sind die Server so schlecht geworden? Was ist schuld? Welches Plugin oder so? Die Spawnrate auf dem Server ist einfach viel zu schlecht.
Mojang hat einfach zu große Schutzmaßnahmen oder so gemacht, dass die Monster nicht mehr spawnen, wenn mehrere Gegner, wenn mehrere Mitspieler in der Nähe sind. Oder einfach allgemein viele Haustiere auf den Servern sind. Okay, ich werde sie spawnen. Dann gehen wir mal zurück. Ich werde jetzt diese Pfeile Ding opfern. 13 sollten eigentlich für Ding reichen. Für drei Wölfe. Es waren drei Wölfe, oder? Ja. Tut mir leid, ich möchte eigentlich in diesem Let's Play nicht cheaten. Okay, ich cheate auch mit den Homes, aber ja, es ist halt manchmal auch ein bisschen wichtig, dass man Homes macht. Sonst würde ich ja mit der Minimap teleportieren im Singleplayer. Es ist schon ein bisschen scheiße gemacht, dass so lange Laufwege sind und keine Teleportationsmöglichkeiten. So, wo sind die Wölfe? Da ist der Wolf. Ich muss mal kurz lagern. Die lasse ich mal. Die gehören nicht hier rein. Fleisch gehört hier rein. Die gehen hier rein. So. Kohle auch. Dann hier die Erze. Pfeile kommen noch hier rein. Und das Granit hier rein. Okay. So. Also, wo wollen wir die Wölfe haben? Die machen wir nach oben. Okay, hier ist leider noch nicht viel. Einen, zwei, drei. Okay, dann brauchen wir doch Knochen. Wie viele hatten wir? 13. Ah, noch kurz. Erschaffe Wolf zurücklegen. So. Der war ist schon mal. So. Dann haben wir drei Wölfe. Hundis, hallo. Hallo, Peter. Und? Gefällt's euch hier oben? Okay. Schöne Freilichtterrasse. Und ja. So. Ich möchte jetzt noch verzaubern. Wir haben 28 Level, da müssen wir noch ein paar holen. Also gehen wir wieder zum Wolfe. So. Und farmen noch ein paar Levels. Wir gehen zurück in die. Na, der war hier irgendwo. Die Höhle. Wir haben noch recht viel in diesem Part Zeit. Gehen mal hier rein. So. Okay, ist nur ein Durchgang. Hier raus wieder. Oh, ein Trank. Ein Dingreiter. Spinnenreiter. So. Hier sind noch Pfeile. Die möchte ich schon gerne. So. Also, wo haben wir? Dann gehen wir mal hier weiter. Da gibt es ein paar mehr Höhlen, denke ich mal. Vielleicht hier rein. Haben wir hier den. Nein, den haben wir nicht mehr. Der Tempel, glaube ich, hier. Der war ein bisschen weiter weg, oder?
Okay, das ist eher ein Flo ein Teich, keine Höhle. Mojang baut wieder ein paar mehr und interessantere Höhlen ein. Dankeschön. Heißt es eigentlich nur Mojang oder ist es jetzt Microsoft? Ich sage einfach mal Mojang. Heißt ja noch Mojang, oder? Also steht noch im Hauptmenü und so. Aber ich denke schon, sie haben ja nicht den Namen verkauft. Also, sie haben ja den Namen an Microsoft verkauft. Und das Spiel. So. Eine Höhle bitte. Ich muss ein bisschen leveln. Ein bisschen Redstone abbauen. Redstonus. Am Anus. Es regnet immer. Hier. Auch nicht. Ja, Gräbel brauche ich jetzt momentan nicht. Und so ist mir Behutsamkeit, bekommen wir alles nur Gräbel und nicht mal ein bisschen Flintstone über. Ach komm schon, was ist denn hier los? Am Arsch! Wie weit sind wir jetzt? 11.300. Okay. Das ist schon weit im Süden. So, jetzt hier geht's rein. Gut. Jetzt wieder viel Granit. Ich sehe nicht so gut. Bisschen mehr Fackeln machen, platzieren. Ja, eine Kartoffel brauche ich nicht. Wieso? Wieso sollte ich das brauchen, hä? Was ist schon Schluss? Okay, dann besiege ich die Hexe alles. Von der vor Wut. Okay, Zombie, du störst. Weg damit. So. Dann gehen wir mal herunter hier. So. Aha, eben. Dachte schon, hä? Ohne dass ich es gemerkt habe, habe ich einen Spawner gefunden. Grüne Giftspinne. So, aber eigentlich möchte ich ja zum Spawnen und die Kiste ausnehmen. Nicht den Gegner nach. Retzgedöns, Sattel. Nein, Weizen nehme ich nicht mehr. Ein Eisenbahn nehme ich. Bisschen besser ausleuchten. Und hier, Nametag. Pferderüstung. Nein, mehr brauche ich auch nicht. Okay. Und hier haben wir eine Schlucht. Was ist das? Ah, das sind Schattenpfähle und Wasser. Okay. So. Dann graben wir uns hier bei der Ding runter. Das kurz in die Kiste. So. Okay.
Da wahrscheinlich den Strip reinpeilt von der anderen sowieso nicht mehr gültig ist. Mache ich denn hier hin wieder? So. In der No in der Nähe ist ein Zombie. Ist mir aber egal. Dell Home Strip. Set Home Strip. So. Gut. Der Zombie ist ein bisschen weit weg und ich glaube kaum, dass zwei Spawner in der Nähe sind. Gab's früher mal recht viel, aber die Spawner wurden so selten gemacht, dass es schon fast, naja, was schlecht zu beraten ist. Uff, plötzlich erscheint die Lava. Wir bauen halt schon extrem viel ab und es kann schon gefährlich werden, wenn man zu schnell abbaut. Mit unserer coolen Spitzhacke, ja, sie ist noch nicht so cool, aber sie ist schon recht effizient. Es geht ja nur noch eine Effizienzstufe nach oben. Was ich noch möchte, ist Glück drauf. Hier haben wir wahrscheinlich nicht viel. Nö. Aber trotzdem mal ein bisschen. Gut. Da haben wir Diamanten. Bringen Diamanten am meisten Erfahrung? Ja, ich denke schon. Gut. So. Hier haben wir noch Eisen, aber die geben keine Erfahrung, nur im Ofen. Aber brauchen wir. Das Wasser löschen wir hier mal. So, der. Und Redstone-Abbau. Redgestöns. Redgestöns. Auch schade. Na gut, graben wir weiter. 11 sind wir. Ja. So. Ah, ich freue mich schon, wenn ich noch ein bisschen Redstone-Sachen machen kann, aber dafür brauche ich Hilfe. Also, wenn jemand mit mir gerne mal aufnehmen will und das erklären will, der darf das gerne machen. Weil ich interessiere, also, ich habe so viele Tutorials angeschaut, aber habe einen Kopf, der einfach daneben durchgeht und das nicht irgendwie merkt. Was mich nicht interessiert, merke ich mir gar nicht. Das ist so meine eigene Art. Wieso ist das am falschen Ort? So, richtige Taste gefunden. Ich habe die FPS-Anzeige wieder ans richtige Ort gemacht. Scheinbar habe ich mir daneben ein bisschen geklickt. Okay, Lava ist wieder weg. Mega. Ja, wir haben Level 30, aber ich möchte gerne noch ein bisschen mehr. 5 Minuten haben wir noch Zeit. Bevor dann YouTube wieder meint, er könnte für jede Minute spät
mehr 5 Minuten mehr Hochladedauer hinauf tun. Es ist schon ein bisschen schade, dass YouTube so extrem die Videos limitiert. Auch neue Kanäle können ja nur 10 Minuten hochladen. Oder 15. Weiß es jetzt nicht genau. Bruchstein, eines der wertlosesten Materialien. Neben Getreide. Mit Getreide kann man auch extrem viel anbauen. Oder neben Erde. Mich interessiert wirklich mal, wie die Aktien, also die, ja, wie wertvoll die Gegenstände haben auf einem Handelsserver. Weil unser Server wird kein Handelsserver haben, sein. Außer Tauschhandel. Ein Handelsplugin werden wir aber einbauen für eine spezielle Welt dann. Aber dazu sage ich noch nichts. Es wird jedenfalls etwas ganz Neues. Hä? Habt ihr es auch gesehen? Oh. Ich bin so Diamanten süchtig, ich muss sofort gehen. Oh. Nein. Ich muss nicht so vorgehen, aber ich will es gerne haben. Ich will es nicht verpassen. Nicht in diesem Leben. Werde ich selber nicht in diesem Leben. Oh Gott. Ist überall Lava, da muss man vorsichtig sein, dass nicht die Diamanten in die Lava fallen oder wir. So. Haben wir sonst noch etwas, was nach Diamanten aussieht? Schon wieder 16. Hey, wow. Krass. Also, dann ist der Part leider auch schon wieder zu Ende. Aber der nächste Part kommt so gleich. Und jo. Dankeschön, liebe Zuschauer. Und wir sehen uns eben dann im nächsten Part wieder oder in einem anderen Video. Oder vielleicht gar nicht mehr, aber ich würde es mir wünschen. Jedenfalls, Dankeschön. Ich gehe zurück noch. So. Also. Tschüss Leute, nächstes Mal enchanten wir wieder. Und ja. Machen uns eine Hundehütte. Tschüss.